Hallo und herzlich willkommen hier live aus Frankfurt von den Investment und Business Days. Mein Name ist Jens Raabe und ich darf Sie ganz herzlich zum heutigen Vortrag begrüßen. Wie erreiche ich ein regelmäßiges Einkommen an der Börse? Damit Sie erst einmal wissen, wer jetzt mit Ihnen spricht die nächsten 60 Minuten, möchte ich mich Ihnen kurz vorstellen. Also ich bin Jahrgang 1971, das heißt 44 Jahre alt. Ich weiß, ich sehe jünger aus, aber so ist es nun mal. Ich bin seit 1996 an der Börse, also das heißt seit 19 Jahren, aber natürlich nicht seit 19 Jahren profitabel, sondern ich habe wie die meisten von Ihnen wahrscheinlich auch das Ganze nebenberuflich gestartet. Also bei mir war es damals die Bundeswehrzeit und später dann im Beruf habe ich einfach nebenher immer gehandelt. Und da war das Thema, wie erreiche ich ein regelmäßiges Einkommen, überhaupt nicht wichtig für mich, sondern damals ging es einfach für mich nur darum, wie schaffe ich es denn, dass ich aus meinem damals noch nicht so viel Geld mehr mache. Also das war mein einziges primäres Ziel. Ich glaube, so wie jeder anfängt, ne, wie werde ich möglichst schnell mit möglichst wenig Arbeit reich, und habe natürlich dann verschiedene Dinge probiert. Ich bin dann vor 9 Jahren aus meinem damaligen Beruf, ich war Versicherungsmakler bzw. habe bei einem Versicherungsmakler gearbeitet, bin ich dann in die quasi Hauptberuflichkeit als Trader gewechselt. Und damals vor 9 Jahren ist genau diese Frage zum ersten Mal wirklich für mich wichtig geworden. Denn wenn man ein Einkommen hat, das heißt, wenn man einen Beruf hat, wenn man irgendwie vielleicht eine Rente hat oder sonst irgendetwas, dann spielt es ja gar nicht so sehr die Rolle, ob das Geld, was man hat, ob das regelmäßig kommt. Wenn man aber jetzt sagt, ich möchte Trader werden, wenn das, oder Händler, Wertpapierhändler als Beruf, dann ist man natürlich darauf angewiesen, dass man ein möglichst regelmäßiges Einkommen hat. Und darüber möchte ich also mit Ihnen in den nächsten 60 Minuten sprechen. Ich habe dann, wie gesagt, ich habe jetzt ein Handelsbüro mit einigen Handelskollegen gemeinsam, die bei mir angestellt sind. Wir verwalten unser eigenes Geld. Wir sind keine Vermögensverwalter, sondern es ist unser Geld, was wir jeden Tag in den Märkten investieren. Und nachdem ich im Laufe der letzten 19 Jahre ziemlich viel ausprobiert habe, also ich glaube, ich habe nahezu jedes Finanzinstrument, was es in Deutschland gibt, gehandelt, also angefangen von Aktien über Optionen, Optionsscheine, Zertifikate, Futures. Ich habe verschiedene Strategien probiert, einfach auf der Suche, was ist denn das Richtige für mich. Also ich war Daytrader, ich war Langfristinvestor, ich habe Neuemissionen gekauft, ich habe ganz, ganz wilde Dinge gemacht. Aus damaliger Sicht waren die alle sehr vernünftig. Wenn ich heute zurückschaue, war da schon das ein oder andere dabei, wo ich heute doch schmunzelnd den Kopf schütteln muss. Ich bin dann irgendwann im Bereich Futures gelandet und dann auch da entsprechend bei den Optionen. Geht eigentlich relativ schnell. Jeder, der Future handelt, landet über kurz oder lang auch bei Optionen. Und Optionen, das ist dann einfach mein persönliches Steckenpferd geworden. Das ist das, wo ich mich wohlfühle, indem ich mich bewege in diesem Umfeld. Das heißt, heute besteht mein Handel zu 95% aus dem Handel von Optionen, Future-Optionen, Aktienoptionen, Optionen auf ETFs, vorrangig in den USA, aber ich handle auch hin und wieder mal Optionen, zum Beispiel an der deutschen Eurex, also Optionen auf einzelne DAX-Werte oder auf den DAX selbst oder auf den Bund-Future, also da gibt es verschiedene Dinge. Ich habe 2011 dann auch ein Buch geschrieben zum Thema Optionen, Optionsstrategien für die Praxis. Ja, warum schreibt man ein Buch? Ich wollte mir damals ein persönliches Geschenk zu meinem 40. Geburtstag machen. Also das war das Ziel, das musste zu meinem Geburtstag in den Läden sein. Jeder, der ein Buch schreibt, das ist ja immer auch so ein bisschen so eine Ego-Schiene, ne? Und die habe ich dann für mich quasi befriedigt und habe aber natürlich dann damit auch so das Ganze gemacht für meine Kunden, denn wir haben auch ein Ausbildungsprogramm, wo wir Händler oder Neulinge, die in den Handel einsteigen wollen, in den Optionshandel ausbilden. So, aber jetzt zum eigentlichen Thema. Warum wollen wir eigentlich ein regelmäßiges Einkommen an den Börsen haben? Wenn wir mal Börsenhandel mit einem normalen Beruf vergleichen, warum möchte ein Bäcker ein regelmäßiges Einkommen haben? Warum möchte ein Lehrer ein regelmäßiges Einkommen haben? Also warum will überhaupt jemand ein regelmäßiges Einkommen haben? Da würde ich sagen, klar, weil er seinen Lebensunterhalt bestreiten muss. Und das ist natürlich an der Börse genauso. Wenn wir uns hier mal diesen Chart anschauen, das ist der S&P 500.
So, damit ich das auch schön sehe. Das ist der S&P 500 über die letzten 30 Jahre etwa. Und da sehen wir natürlich, wenn wir diese Wertentwicklung sehen, fast 500%, dann wäre das ja auch etwas, was wir anstreben könnten. Das heißt, wir investieren einfach in den Märkten unser Geld, wir warten dann einfach ab und die Entwicklung der Zinseszinseffekt hilft uns dann, dass aus unserem vielleicht anfangs nicht so viel Geld im Laufe der Jahre doch eine recht respektierliche Summe wird. Damit könnten wir uns doch eigentlich alle zufrieden geben. Das Problem ist natürlich aber, dass das sehr, sehr häufig passiert. Und wenn wir uns das Ganze anschauen, dann sehen wir eben, dass wir zwischenzeitlich immer extreme Einbrüche haben. Das heißt also, wir haben manchmal einen Preisrückgang, wie jetzt in den letzten 14 Tagen, von 10-15%. Das ließe sich ja noch verschmerzen. Aber wenn wir denken an die Dotcom-Blase, also das Platzen dieser ganzen Internet-Euphorie im Jahr 2000, als die Aktienmärkte über 50% in die Knie gegangen sind. Wenn wir daran denken, die Finanzblase, die 2007 startete, die uns im Grunde genommen mit den niedrigen Zinsen heute noch beschäftigt und dann ja im 2009 endete 2008 die Pleite von Lehman Brothers, die Aktienmärkte über fast nahezu 60% verloren. Da ist dann schon der Wunsch da, naja, diese Wertsteigerungen sind auf der einen Seite ganz schön, aber gibt es denn nichts, wo ich diese riesengroßen Einbrüche immer vermeiden kann? Und das ist natürlich der Grund, warum wir oder viele einfach sagen, ah, diese Langfristigkeit, das stört nicht. Aber wenn wir jetzt mal in den etwas kürzeren Zeitraum gehen, dann sieht es doch nicht viel besser aus. Sie sehen hier im Chart, das ist der S&P 500, auch hier der E-Mini Future. Und wenn wir uns einfach mal, das ist ja jetzt nicht mal ein langer Zeitraum, wir reden hier gerade mal über die letzten 10 Monate. Und wenn wir uns da anschauen, was wir da für sehr, sehr starke Rückgänge immer hatten, jetzt den vom August mal gar nicht mit dazugenommen, aber wir sehen da mal 5% runter, da 4% runter und wer jetzt zum Beispiel im Future unterwegs ist, im Trading, dann sind das eben dann doch immer sehr, sehr häufige Rückgänge. Wer es kann, für den mag das eine ganz gute Basis sein, aber für die meisten ist es doch so, dass diese schnellen, heftigen Einbrüche in der Regel immer sehr, sehr viel Geld kosten. So, und deswegen kommt natürlich immer so der Wunsch, dass man sagt, gibt es denn nicht irgendwie eine Möglichkeit, dass man das Ganze konstant macht, dass man es regelmäßig macht, dass man nicht sagt, ah, ich habe ein gutes Jahr oder ich habe ein schlechtes Jahr. Als ich mich damals als Händler selbstständig machen wollte, das, wie gesagt, die Überlegungen reiften dann so vor etwa 11 Jahren, der Grund war der, dass ich mit meinem damals noch nebenberuflichen Handel schon mehr verdiente als in meinem Beruf. Und dann habe ich mir gesagt, Mensch, so richtig das, was du jetzt hier jeden Tag machst, wo du 8, 9, 10 Stunden im Büro sitzt, das macht dir eigentlich gar keinen Spaß. In so einem Versicherungsbüro hat man ja auch Platz, ne? 2 große Monitore, solche riesen Teile noch. Habe ich mich schön dahinter versteckt, konnte immer ein bisschen traden. Und das lief eigentlich sehr, sehr gut. Das heißt, ich habe da gutes Geld verdient, aber jetzt kannte ich natürlich die Märkte auch aus den von Aktienfonds her. Ich wusste, dass es immer mal diese Einbrüche gibt. Und dann habe ich mich immer gefragt, wie machst du denn das, wenn du mal wirklich vom Trading leben willst und dann kommt mal ein schlechtes Jahr und du hast keine Einnahmen? Von was lebst du denn dann? Musst du es tatsächlich, wie es einige sagen, Geld für die nächsten 2-3 Jahre im Voraus bereithalten? Wenn man sich mal überlegt, ich bin verheiratet, ich habe 3 Kinder, wenn man für 3 Jahre, wenn man am Anfang einer Selbstständigkeit steht, was man ja als Händler ist, den Lebensunterhalt für 3 Jahre im Voraus bereithalten sollte und dazu ja aber noch Kapital braucht fürs Handeln, dann wäre das relativ schwer gewesen. Und ich habe mich wirklich mit dieser Frage sehr, sehr lang beschäftigt. Wie kann man es schaffen, so ein regelmäßiges Einkommen erzielen? Und als ich dann zu Ausbildungszwecken in den USA war, ich war eine lange Zeit in Chicago an der Börse, war eine der Fragen, die ich dort jedem Händler gestellt habe. Ich habe immer gesagt, Mensch, was macht ihr denn, wenn ihr mal ein schlechtes Jahr habt? Und dann haben die gesagt, wie meinst du das jetzt, schlechtes Jahr? Definier das mal. Und dann habe ich gesagt, naja, was macht ihr denn, wenn ihr mal ein Jahr lang kein Geld verdient? Und da haben mich diese Händler immer ganz, so ein bisschen verwundert angeschaut und haben gesagt, wie meinst du denn das, dass man kein Geld verdient?
Da habe ich gesagt, naja, es kann doch mal sein, der Markt läuft nicht so, wie ihr das erwartet und dann verdient ihr kein Geld in diesem Jahr. Und dann haben die gesagt, hey, pass mal auf, Trading, wenn du es als Beruf machst, wenn du es als Job machst, dann gibt es keine schlechten Jahre. Zumindest nicht so, dass du in einem Jahr kein Geld verdienst. Es gibt extrem gute Jahre, wo du mal außergewöhnlich viel Geld verdienst, weil der Markt besonders gut läuft. Aber als Trader musst du in der Lage sein, jedes Jahr Geld zu verdienen. Das heißt nicht, dass du, wenn du in Chicago am Pit bist, dass du jeden Tag nach Hause gehst und Geld verdienst. Das heißt auch nicht, dass du jede Woche Geld verdienst oder jeden Monat. Aber du musst jedes Jahr Geld verdienen. Das war für die vollkommen klar. Und die haben gesagt, und wenn du das nicht schaffst, wenn du es nicht schaffst, jedes Jahr Geld zu verdienen, dann bist du in diesem Business falsch. Dann musst du dir einen anderen Job suchen. Und tatsächlich war es auch so, gerade auch in den USA, dass die Händler da dieses Trading viel mehr als Beruf verstanden haben. Und zu einem Beruf gehört es halt dazu, dass man Geld verdient. Und das nicht nur ab und an mal, sondern dass man es regelmäßig verdient. Und die haben eben gesagt, okay, wenn du nicht in der Lage bist, das jedes Jahr zu machen, dann mach irgendwas anderes. Das war dann für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo ich umgedacht habe und dann auch begriffen habe, dass es machbar ist, jedes Jahr Geld zu verdienen, weil ich habe dort Leute kennengelernt, die trotz, und ich gehe nochmal zurück, die trotz solcher großen Schwankungen seit 30, 40 Jahren im Business waren und jedes Jahr Geld verdient haben. Und da habe ich natürlich gefragt, okay, was machen die denn? Was ist das Besondere? Was machen die anders als der normale Anleger? Und ich habe dann wirklich so, man lernt ja das meiste immer von solchen Händlern nicht, wenn man in Seminaren sitzt oder in Coaching, sondern wenn man im Nachhinein mit denen mal ein Bier trinken geht oder in eine Bar geht oder essen geht oder mit denen am Wochenende Golf spielen geht. Da haben die einem ja immer viel erzählt. Und ich habe dann für mich so ein glaube ich, etwas gefunden, wo ich heute sagen kann, ich weiß, warum die meisten Trader niemals Geld verdienen werden, schon gar nicht auf einer konstanten Basis. Wenn wir uns mal anschauen, ich habe dieses Bild zufällig im Internet gefunden und da sieht man hier unten, das ist eine Wertentwicklung, ich glaube, das dürfte auch so der S&P sein und daneben einen Fonds. Und dieser Fonds, wenn wir uns den anschauen, da sehen wir, der läuft ja quasi von links unten nach rechts oben. Und das ist ja die optimale Wertentwicklung, die wir uns doch alle wünschen. Ne? Ich weiß nicht, ob es diesen Fonds wirklich gibt. Ich habe es jetzt nicht gegoogelt. Sie können es ja mal machen. Sie sehen ja den Namen hier. Aber aus meiner Erfahrung heraus gibt es so etwas nicht. Also so eine wirklich extrem konstante Entwicklung nach oben. Quasi keinerlei Rückschläge. Es geht nur in eine Richtung. Das halte ich in der Realität für vollkommen ausgeschlossen. Es ist aber trotzdem genau das, was, glaube ich, ganz viele Händler, gerade wenn sie einsteigen in diesen Job oder wenn sie einfach anfangen zu handeln, wenn sie ihr erstes Konto aufmachen, was sie erwarten. Und das führt eigentlich dazu, dass dieser Wunsch nach regelmäßigen Einkommen dann bei vielen so groß ist, dass man sagt, es wird ja jeden Monat so sein. Und wenn wir uns mal überlegen, was ist denn eigentlich der Grund, dass viele Leute unbedingt so ein regelmäßiges Einkommen haben wollen? Zum einen, glaube ich, sind es mentale Gründe. Dass man also einfach sagt, naja, es ist natürlich schön, und das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, wenn man jeden Tag aufs Konto schaut und es wird jeden Tag ein bisschen mehr. Es gibt manchmal so Phasen, gerade auch bei uns im Optionshandel, wir hatten jetzt im ersten Halbjahr 2015 war so eine Phase, wo wir quasi nahezu jeden Tag aufs Konto schauen konnten und dieses Konto ist jeden Tag angestiegen. Zumindest ist es fast jede Woche angestiegen. Also vielleicht nicht jeden Tag, aber jede Woche ist es angestiegen. Ich weiß mittlerweile, dass das nicht die Realität ist. Und ich habe damals auch zu vielen Coaching-Kunden gesagt, rechne das jetzt bitte nicht hoch. Also dass manche dann schon im ersten Halbjahr bei 25-30% plus waren und haben gesagt, okay, wenn das jetzt immer so weitergeht, super. Dann habe ich gesagt, ja, rechne das mal nicht hoch. Aber solche Phasen gibt es. Und das macht natürlich viel mehr Spaß, wenn man aufs Konto schaut und sieht, wie sich das so schön positiv entwickelt, als wenn man aufs Konto schaut und sagt, okay, es geht nur seitwärts oder es geht vielleicht sogar runter. Selbst wenn ich weiß, dass ich ein System habe, mit dem ich langfristig Geld verdiene, ist es natürlich so, dass gerade diese Drawdown-Phasen extrem schwierig sind für einen Händler, egal wie lang er dabei ist. Ich glaube, wenn man dann
vielleicht 30, 40 Jahre an der Börse ist, dann kann einem das nichts mehr anhaben. Aber selbst heute gebe ich immer noch zu, nach fast 20 Jahren treibt es mir kein Lächeln ins Gesicht, wenn ich sehe, dass ich rote Zahlen an einem Tag auf dem Konto habe oder auch mal in einer Woche. Auf der anderen Seite, es beschäftigt mich auch nicht mehr so sehr wie noch vor 10 Jahren, weil ich weiß, dass ich etwas tue, was richtig ist. Aber also zumindest aus Sicht des Händlers heraus. Aber es ist ein ganz wichtiger Grund, das heißt, diese mentale, dieses Wohlfühlen, das ist einer der Gründe, warum man ein regelmäßiges Einkommen haben möchte. Ein anderer Grund ist natürlich, dass man sagt, okay, ich möchte einfach als Trader leben. Und wenn Sie als Trader leben möchten, wenn das Ihr Berufswunsch ist, weil Sie sagen, jawohl, ich will einfach diesen Lifestyle haben, was auch immer das ist, dieser Lifestyle-Trader, aber wenn man das haben möchte, dann braucht man natürlich ein regelmäßiges Einkommen, weil es nützt Ihnen ja nichts, wenn Sie sagen, ich habe heute 10.000 Euro und in 10 Jahren habe ich 10 Millionen, ich kann mir aber nie etwas von diesem Konto auszahlen lassen. So, ich glaube, beachten auch viele immer gar nicht. Aber wenn man da vom Trading leben will, dann heißt das ja auch, ich muss regelmäßig Geld aus diesem Konto herausnehmen. Das heißt mir, ich muss auch in der Lage sein, regelmäßig Geld herauszunehmen. Da nützt es mir jetzt nichts, wenn ich sage, okay, ich weiß zwar, dass ich in 10 Jahren die Summe X haben werde, aber zwischendurch riesige Schwankungen. Weil wer möchte denn etwas aus einem Konto nehmen, wenn gerade das Konto um 50% gefallen ist? Wenn Sie aber davon leben wollen, ist es notwendig, das Ganze rauszunehmen. So. Und der dritte Grund, das ist eigentlich kein schöner Grund, aber der ist ganz menschlich, nämlich das ist Ungeduld. Man möchte eigentlich sofort diese Regelmäßigkeit haben, auch als Neueinsteiger, weil man sich eben sagt, naja, das muss ja funktionieren und ich muss sofort ab dem nächsten Monat regelmäßig Geld rausnehmen können, um mir einen gewissen Lifestyle finanzieren zu können. Ne? Also das, wir kennen das doch alle, wir wollen alle ein tolles Auto fahren, wir wollen tolle Urlaube machen, in den besten Restaurants essen und so weiter. Und dazu braucht es Geld und zwar regelmäßiges Geld, Cashflow. Und also auch das ist ein Grund, warum Trader ein regelmäßiges Einkommen haben wollen. Und jetzt einfach auch mal die Frage an Sie, die Sie hier zuschauen. Und Sie können mir das natürlich jetzt nicht beantworten, das ist auch gar nicht jetzt der Zweck. Aber fragen Sie sich mal selber, ganz ehrlich, in einer ruhigen Minute, setzen Sie sich mal hin und sagen, wenn das mein Ziel ist, ein regelmäßiges Einkommen zu haben. Und ich glaube, es ist Ihr Ziel, weil sonst würden Sie jetzt nicht zuschauen. Was ist denn Ihr persönlicher Grund? Und es ist ganz wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Warum wollen Sie ein regelmäßiges Einkommen haben? Wollen Sie davon leben? Wollen Sie also Trading zu Ihrem Beruf machen? Oder sind Sie ein Langfristinvestor, der sagt, naja, eigentlich möchte ich nur, dass mein Geld mehr wird? Weil wenn dem so ist und Sie gar nicht darauf angewiesen sind, dass Sie monatlich, quartalsmäßig immer steigende Equity haben, dann können Sie ganz anders an Ihr Trading herangehen. Ich habe mich jetzt auch kürzlich mit einem Kunde unterhalten, der gesagt hat, du, pass auf Jens, mir ist es eigentlich relativ egal, wann der Gewinn im Jahr kommt, ob der im Januar kommt oder ob der im Sommer kommt oder ob der am Ende des Jahres kommt. Ich möchte einfach nur, dass es am Ende des Jahres mehr ist als am Anfang und es soll mehr sein, als wenn es die Bank für mich verwaltet. Und der kann natürlich ganz andere Trading-Ansätze fahren, als jetzt ein anderer Händler, der sagt, naja, also es wäre schon wichtig, dass ich mir quartalsweise eine Summe X aus meinem Handelskonto nehmen kann, weil ich eben das als meinen Beruf ansehe und weil ich keine anderen Einkommensarten habe. Und das heißt, man muss sich das wirklich mal für sich klären. Brauche ich ein regelmäßiges Einkommen? Warum brauche ich ein regelmäßiges Einkommen? Weil alleine von dieser Frage ist sehr, sehr abhängig, was handle ich denn später? So. Der Hauptgrund, und das ist das, was ich in Amerika begriffen habe, der Hauptgrund, warum die meisten privaten Trader niemals ein regelmäßiges Einkommen an der Börse erzielen werden. Und ich könnte diesen Satz eigentlich sogar noch fortschreiben und könnte sagen, warum die meisten Trader niemals Gewinne an der Börse machen werden, weil das ist ja im Grunde noch die Vorstufe zum regelmäßigen Einkommen, dass man sagt, ich mache überhaupt erstmal Gewinne.
Also der Grund aus meiner Sicht, wie gesagt, alles, was ich hier sage, sind meine persönlichen Ansichten, das, was ich in den letzten 19 Jahren über die Börse gelernt habe. Ich habe da keinerlei Anspruch, dass das alles richtig ist. Es gibt, Sie haben es ja gesehen, bei der Veranstaltung hier sehr viele Kollegen, viele mit ganz anderen Ansätzen. Und das, was ich sage, muss ja nicht die, ist, also ist definitiv auch nicht der heilige Gral. Und der Grund aber, den ich für mich zumindest erkannt habe, ist der, dass man eine falsche Erwartungshaltung hat. Das heißt, man geht an das Thema Börse, man geht an das Thema Trading, Investment vollkommen falsch heran. Also man erwartet einfach Dinge, die so nie passieren können. Und indem man sich auf diese falschen Dinge konzentriert, kann es gar nicht am Ende dann letztendlich funktionieren. Jetzt wollen wir hier kein Live-Coaching machen. Da gibt es den anderen Kanal mit sehr guten Kollegen. Aber einfach mal ein paar Dinge zum Nachdenken. Wenn wir also sagen, okay, ich möchte eigentlich so eine Rendite haben, à la Warren Buffett. Das heißt, langfristig, wo liegt Buffett vielleicht bei 20%? Und ich möchte langfristig anlegen, ich möchte auch nicht allzu aktiv werden, dann kann ich das eben nicht, wenn ich nicht auch bereit bin, diese großen Rückschläge zu ertragen. Also das geht einfach nicht. Ne? Ich kann nicht sagen, okay, ich möchte agieren wie ein Langfristinvestor, aber ich möchte die Rückschläge herausnehmen. Das funktioniert einfach nicht, sondern es ist dieses Spiel, was dazugehört, weil Sie brauchen ja sogar diese Rückschläge gerade in den ersten Jahren, damit Sie immer mal wieder günstig einkaufen können. So, wenn ich also große Drawdowns vermeiden will, und ich meine jetzt mit großen Drawdowns, also Rückgänge vom Hoch Ihres Kontos bis zum Tief, da meine ich jetzt gar nicht unbedingt nur die prozentualen Rückgänge, sondern auch die zeitlichen Rückgänge. Das heißt also, wenn ich es mir nicht leisten kann oder möchte, dass ich zum Beispiel jetzt heute vor einem Jahr ein Hoch im Konto habe und jetzt immer noch unter diesem Hoch bin, so egal wie viel das ist, also ob ich jetzt 5% unten darunter bin oder 10%, das spielt eigentlich keine Rolle. Wenn mir persönlich das zu lang ist, auf so eine lange Phase keine neuen Hochs zu haben, dann muss ich eben etwas anders machen als der Investor oder als der Langfristanleger. Und was wir hier ja im Trading versuchen und was ja auch, muss man ja zugeben, den wenigsten gelingt, ist ja im Grunde genommen so ein bisschen so die eierlegende Wollmilchsau. Nämlich, dass wir sagen, mit Trading versuchen wir hohe Renditen zu erzielen und gleichzeitig die Drawdowns klein zu halten. Und mit klein meine ich sowohl, was die absoluten Zahlen anbelangt, also mir nützt es ja nichts zu sagen, ich habe eine Möglichkeit, ein Konto von 10.000 auf 50.000 in einem Jahr zu handeln, wenn ich aber zwischenzeitlich immer mal 70% oder 80% verliere. Weil selbst wenn ich wüsste, dass es so ein System gibt und wenn ich dieses System kennen würde und umsetzen würde, würde es mir wahrscheinlich nicht gelingen, weil stellen Sie sich das einfach mal vor, Sie handeln ein Konto von mir aus 10.000 Euro auf 30.000 hoch, dann fallen Sie wieder auf 7.000 Euro runter. Wer ist denn dann in der Lage zu sagen, ich handle dieses Konto, dieses System jetzt strikt weiter, weil ich weiß, wenn ich so weitermache, werde ich am Ende des Jahres bei 50.000 sein. So, da muss man schon sehr, sehr hartgesotten sein. Ich persönlich habe noch nie jemanden kennengelernt, der das schaffen würde. Vielleicht gibt es solche Leute, ich kenne sie nicht. Aber das heißt, ich muss es natürlich im Trading einfach vermeiden, auch wirklich diese extrem großen Rückschläge zu haben. Und wir haben es in den letzten 14 Tagen erlebt. Hier der S&P fällt 14% nach unten. Wir haben es gerade vorhin noch unterhalten hier im Trader-Kollegenkreis und haben gesagt, okay, dieses Jahr gab es ja zwei große Einschläge im Trading, gerade für alle kurzfristig agierenden Trader. 15. Januar, der Frankenschock, ne, als die Schweizer Nationalbank den Franken freigegeben hat und der plötzlich nach oben schoss. Und eben jetzt auch hier am, ich glaube, der 25. August war es wohl, der Montag, schwarzer Montag, als der S&P 130 Punkte gefallen ist. So. Und das will ich ja unbedingt als Trader vermeiden. Das ist
Das möchte ich ja nicht. Und jetzt ist einfach die Frage, geht denn das überhaupt? Können wir das überhaupt vermeiden? Ist das realistisch? So, ich nehme es jetzt schon mal vorweg. Ich sage, jawohl, das ist realistisch. Aber wir müssen natürlich die richtige Erwartungshaltung haben. Das heißt, wenn ich jetzt hergehe und sage, ich habe die Erwartungshaltung, dass ich, naja, im Jahr 50, 70, 100% mache und das Jahr für Jahr für Jahr, wenn das mein Ziel ist, dann bin ich eigentlich schon in einer Region, wo ich sage, das kann definitiv nicht funktionieren. Kann man 100% im Jahr machen? Definitiv kann man 100% im Jahr machen. Die Frage ist nur, kann man das sehr, sehr häufig machen? Kann man das wiederholbar machen? Kann man das auch mit jeder Kontogröße machen? Also ich behaupte jetzt einfach mal hier, dass es für einen Händler gar nicht so schwierig ist, aus einem, sagen wir mal, 5.000-Euro-Konto ein 10.000-Euro-Konto zu machen. Kann der gleiche Händler aber aus einem 50.000-Euro-Konto ein 100.000-Euro-Konto machen? Oder kann er das immer noch aus einem 500.000-Euro-Konto ein Millionenkonto machen? Prozentual ist das doch genau das Gleiche. 5.000 auf 10.000 sind 100%, 50 auf 100.000 100%, 500.000 auf 1 Million 100%. Aber warum das ja nicht funktioniert, liegt doch daran, wenn ich ein kleines Konto habe, also jetzt 5.000 Euro, ne, jetzt weiß ich, jetzt sagen einige, so klein ist das ja gar nicht, und Sie haben recht, 5.000 Euro, das ist ja auch viel Geld, auch das muss man mal sich erst erarbeiten, aber ich bin natürlich bereit, 5.000 Euro aggressiver zu verwalten als beispielsweise 500.000. Warum? Wenn Sie genau wie ich aus einer normalen Familie kommen und einen normalen Beruf gelernt haben, dann ist es ja so, dass Sie schon, glaube ich, in der Lage sind, sich 5.000 Euro wieder zu erarbeiten. Also, dass man einfach sagt, okay, wenn ich jetzt 5.000 Euro aggressiv an der Börse handle und dann sind die weg, naja, gut, dann ist das tragisch, aber es sind dann auch in Anführungszeichen nur 5.000 Euro. Das heißt, ich kann die auch wieder beschaffen. Das wird bei 50.000 schon etwas schwieriger. Und wenn wir dann in Regionen kommen, oberhalb von 100, 200, 500.000 Euro, wie schnell ist man denn in der Lage, wenn man 500.000 Euro verlieren würde, diese sich wieder zu erwirtschaften, um wieder das Ganze nochmal von vorn zu machen? So, und das ist dieser sogenannte Wiederbeschaffungswert. Das ist eben der Grund, warum Dinge mit kleinen Konten funktionieren, die mit großen Konten nicht funktionieren. Und Sie müssen mal aufpassen, es gibt ja immer mal wieder Händler, die Ihnen auch Sachen zeigen. Ich zeige Ihnen dann übrigens auch noch ein Konto von mir, wo man sehr, sehr hohe Renditen sieht. Also keine Angst, sind jetzt keine 100%, aber wenn man jetzt sagt, okay, ich mache im Monat 10%, ne, dann schauen Sie mal auf eins. Schauen Sie mal immer dahin, wie groß das Konto ist. Und Sie werden nie sehen, also ich habe es zumindest noch nie gesehen, dass das große Konten sind. Und groß sage ich jetzt mal alles so ab 100.000 oder ach, da könnte man sagen 50.000. Sondern das sind immer kleine Konten. 5.000 Euro, 7.000 Euro, 10.000 Euro. Mit denen geht man einfach viel, viel aggressiver ran. Mit denen kann man viel aggressiver reagieren. Warum? Weil wenn ich in einem 5.000er Konto 20% Drawdown habe, naja gut, dann ist das ein 1.000er. Das ist überschaubar. Wenn ich in einem 100.000er Konto 20% Drawdown habe, dann sind das 20.000. Damit hätte ich schon viele schöne Sachen machen können. Also deswegen, das ist der Grund. Realistisch glaube ich persönlich aus meiner Erfahrung heraus, überlegen Sie mal, ob Sie es genauso sehen, für der eine oder andere wird sagen, viel zu wenig, der andere wird sagen, ich wäre froh, wenn ich es hätte, dass man als privater Trader zwischen 10% und 20% im Jahr erzielen sollte, damit das Ganze überhaupt einen Sinn macht. Also wenn wir einfach sagen, okay, ich habe es im Vortrag heute Nachmittag schon mal gesagt, was ist denn das Ziel an der Börse? Das Ziel muss natürlich sein, als allererstes, dass wir Gewinn machen. Und Nummer zwei, dieser Gewinn sollte höher sein als der des Marktes. Das heißt, wenn ich in den Aktienmärkten unterwegs bin und ich mache jedes Jahr 4%, ich weiß aber, dass die Aktienmärkte langfristig inklusive Dividenden um 8% steigen,
warum soll ich es dann überhaupt selber machen? Dann kaufe ich mir ein ETF, lasse das laufen, mache 8% langfristig gesehen und habe das Doppelte, als wenn ich mich da hinsetze und mit dem Thema Börse überhaupt beschäftige. Gehe ich lieber irgendwie meinen Garten machen, spazieren, mit dem Hund raus, mit den Kindern, was auch immer. Also hätte man ja mehr davon. So, 10-20% im Jahr, glaube ich, sind realistisch. Und der Punkt ist, wie kann man diese Renditen erreichen? Und da fangen viele mal an, dass sie dann sagen, ich muss irgendwie an den Einstiegen arbeiten. Ich muss am Money Management arbeiten. Ich brauche den Super-Duper-Indikator. Oder ich muss jetzt noch eine Zeiteinheit verändern. Aus meiner Sicht heraus ist das aber alles nur Kosmetik. Woran sie wirklich arbeiten müssen, sind die Drawdowns. Das heißt, wie viel verliere ich vom Hoch in einer Phase, wo mein System nicht so richtig läuft? Warum? Je nachdem, was wir für ein System handeln, haben wir eine gewisse Trefferquote. Ich zeige Ihnen dann ein System, was wir handeln. Das hat eine Trefferquote von vielleicht 65-70% etwa. Das klingt jetzt sehr, sehr viel. Hat aber was damit zu tun, dass die Gewinne dort begrenzt sind. Wenn Sie beispielsweise Trendfolgemodelle handeln, dann werden Sie eben Trefferquoten haben, die irgendwo um 30-35% liegen. Aber wenn diese Gewinner kommen, dann sind die auch entsprechend hoch. Und viele versuchen jetzt durch irgendwelche Dinge diese Trefferquoten zu verbessern. Aber ganz ehrlich, wenn Sie eine Trefferquote haben von, sagen wir mal, 35% in einem Trendfolgemodell, dann spielt es eigentlich gar nicht so die große Rolle, ob Sie es schaffen, von 35% auf 37% zu kommen. Weil das wird Ihre Performance nicht wahnsinnig verbessern. Es wird Ihre Performance verbessern, aber nicht dramatisch. Ne, da geht es vielleicht im Jahr 1-2% hoch. So, woran Sie arbeiten können, das ist die Drawdowns. Denn wenn wir jetzt beispielsweise sagen, wir haben ein Konto, wir handeln das und erreichen im Jahr 10% durchschnittliche Rendite. Wir haben aber immer mal zwischendurch 30% Drawdown. Wenn es uns jetzt gelingen würde, diesen Drawdown zu halbieren, das heißt also, anstatt 30% Verlust, der immer wieder auftritt, nur 15% Verlust machen, können Sie sich vorstellen, wie das Ihr Konto nach oben bringen würde? Ich gehe mal hier im Chart zurück und wir schauen uns mal nochmal hier den langfristigen S&P an. Und stellen Sie sich einfach vor, wenn es uns gelingen würde, dass wir immer, wenn der Markt sehr stark einbricht, 50%, 30%, wenn es uns nur gelingen würde, hier nur die Hälfte zu verlieren. Das heißt also, wenn dann diese Aufwärtsbewegung, wenn wir mal hier ins Jahr 2000 bis 2002 gehen oder 2007 bis 2009, wenn es uns gelänge, die nachfolgende Aufwärtsbewegung, die wir ja in der Regel mitmachen können, weil die ist leicht zu handeln, wenn es uns gelänge, die immer an der Hälfte des Rückganges anzusetzen, können Sie sich vorstellen, was das für das Konto bringen würde? Also wenn wir eben nicht, machen wir mal jetzt den DAX, der war bei 12.000 und ist jetzt irgendwie runtergefallen auf vielleicht 10.000. So, vielleicht fällt er ja noch auf 8.000. Jetzt stellen Sie sich einfach vor, Sie sind long im DAX investiert, mit einem ETF, mit einem Indexzertifikat, mit irgendetwas. Und jetzt würde es Ihnen gelingen, Sie wären bei 11.000 aus dem DAX ausgestiegen und dann, wenn der wieder nach oben geht, würden Sie an dem Punkt mit dem Geld, was Sie dann haben, wieder einsteigen. Das wäre doch sensationell, weil das würde Ihre Rendite wirklich wahnsinnig nach oben bringen. Also müssen wir uns immer um unsere Verluste kümmern, egal welche Strategie wir handeln. Ob wir Trendfolge machen, ob wir Optionen machen, ob wir Daytrading machen, was auch immer. Wir müssen uns um die Drawdowns kümmern und nicht zu sehr sagen, wir pushen jetzt die Gewinne. Weil das haben wir in der Regel nicht in der Hand, weil da ist sehr viel Glück des Marktes dafür mitverantwortlich. Ne? Ob Sie eine Aktie erwischen, die sich mal verzehnfacht oder so, das ist ja viel Glück. Aber es gibt dieses alte Beispiel, wer eben, nehmen wir mal die bekannteste deutsche Aktie nach wie vor ist die Deutsche Telekom, weil das ja die war, die 1996 den Aktienboom angefacht hat. Und die Telekom-Aktie war bei über 100 Euro und ist dann im Tief auf 7,50 Euro gefallen. Und jetzt stellen Sie sich einfach vor, wenn die ganzen Investoren, die damals bei 100 die Telekom gekauft haben, war das schlimm, bei 100 die Telekom zu kaufen? Aus meiner Sicht heraus nicht. Warum? Die hätte in der damaligen Zeit auch locker auf 150 laufen können.
was schlimm war, die Aktie bis 57 oder 7, wo sie dann war, zu halten. Stellen Sie sich vor, all diese Leute, die damals die Telekom bei 100 gekauft haben oder bei 64 nochmal nachgekauft haben und die dann auf 7 Euro runterfiel, wenn die oben ausgestiegen wären, nicht bei 100, nicht am Top, sondern wenn die gesagt hätten, okay, wenn sie auf 80 fällt, dann gehe ich raus. Und die hätten dann diesen ganzen Drawdown zugeschaut, hätten nichts mehr gemacht und wären dann relativ in der Nähe des Bodens wieder eingestiegen. Was da noch für Geld da wäre und die Aktienbegeisterung in diesem Land wäre eine ganz andere als die, die wir jetzt aktuell gerade haben. So, das heißt also, wo waren wir hier? Drawdowns sind vermeidbar, aber je längerfristiger man agiert, umso größer müssen die Drawdowns ausfallen. Das liegt einfach an der Handelsfrequenz. Das heißt, ein Langfristinvestor wie Warren Buffett, ich nehme den immer ganz gern, weil unter dem kann sich jeder was vorstellen, zu dem hat jeder irgendwie ein Bild im Kopf und da sieht man so ein bisschen was. Wenn wir den einfach nehmen, dann wissen wir einfach, der nimmt ja jeden größeren Drawdown mit. Das liegt natürlich auch daran, der muss ihn auch mitnehmen, weil der ja im Grunde nur in diesen Rückschlägen oder hauptsächlich in diesen Rückschlägen aktiv handelt. Und das heißt, wir kommen gar nicht umhin, wenn wir sehr langfristig ausgerichtet sind, dass dann auch unsere Drawdowns größer werden. Wenn man natürlich sehr kurz agiert, also auf kleineren Zeiteinheiten, wenn man viel schneller unterwegs ist, dann müssen auch die Drawdowns geringer ausfallen, und zwar sowohl prozentual als auch zeitlich. Das heißt, wenn ich einen Daytrader sehe, der zu mir sagt, ich mache Daytrading am Tag einen Trade, am Tag fünf Trades und ich habe jetzt gerade 50% Drawdown seit 9 Monaten, dann weiß ich, dass der nichts von seinem Handwerk versteht. Weil als Daytrader, warum versteht er nichts von seinem Handwerk? Hat er einen Grund, warum ich das sage? Der versteht deswegen nichts von seinem Handwerk, weil als Daytrader können Sie sich ja auf so eine Situation, wenn Sie 5-mal am Tag handeln oder einmal am Tag, dann sind Sie ja auch schnell aus den Märkten heraus, wenn Ihr System nicht mehr funktioniert. Das heißt, jemand, der kurzfristig handelt, der auf die kurzen Bewegungen schaut, der muss sich natürlich auch schnell darauf einstellen, wenn sich der Markt ändert. Und wenn es ihm in 9 Monaten nicht gelingt, das zu tun, und wenn er 50% Drawdown hat, als jemand, der eigentlich über Nacht keine Positionen mitnimmt, dann macht er irgendwie was falsch. So. Trotzdem die Frage, ist Daytrading vielleicht die Lösung, wenn wir kurzfristig agieren? Kann das die Lösung sein? Und hier einfach wieder etwas, ich hoffe, das soll jetzt keine demotivierende Veranstaltung sein, falls Sie gerade neu an der Börse sind, aber ganz realistisch, wir wollen ja ehrlich sein, wir wollen ja jetzt nichts irgendwie so tun, als wäre Trading die einfachste Sache der Welt und man muss bloß schnell ein Konto aufmachen, 2000 Euro drauf, sich einen Indikator kaufen und dann geht's los. Fakt ist, die Masse der Daytrader verliert. Das ist einfach so. Fakt ist aber auch, dass die Masse der Daytrader eigentlich das Wort gar nicht verdient, Daytrader, weil Daytrader ist ja erstmal überhaupt nichts negativ besetztes. Es heißt ja nur, dass jemand innerhalb eines Tages eine Position eröffnet und auch wieder schließt. Das ist weder gut noch schlecht, das ist einfach so. Die meisten, die ich kenne, auch einige Kollegen, die hier waren, die machen das sehr, sehr systematisch. Die haben da eine wunderbare Herangehensweise. Ich kann Ihnen aber aus meiner Erfahrung sagen, als ich damals Daytrading gemacht habe, dann war das im Grunde genommen nur pure Zockerei. Das heißt, ich habe vollkommen ohne System, rein emotional, irgendetwas gehandelt. Dort eine kleine Unterstützungslinie, da ein Trend, da irgendwie ein Widerstand, da irgendwie eine Pivotzahl, da irgendwie eine Fibonacci-Unterstützung. Das heißt, ich habe irgendetwas gemacht. Mit System hatte das überhaupt nichts zu tun und auch heute ist es noch so, die Masse der Leute, die sagt, ich mache Daytrading, hat überhaupt kein System. Die handeln irgendetwas, jeden Tag ein bisschen was anderes. Heute den 5-Minuten-Chart, morgen den 60er, übermorgen den 1-Minuten-Chart. Aber mit System hat das nichts zu tun. So, und Fakt ist auch, dass die Masse der Daytrader überhaupt keinen Vorteil beim Handel hat. Das heißt, die haben gegenüber den anderen Leuten, die am Markt sind, keinerlei Vorteil. Das heißt, die haben keine besseren Gebühren, die haben keine besseren Ausführungen und so weiter und so fort. Ich habe selber, als ich in den USA war, einen Kollegen gehabt. Am Anfang war das ein Coach, mittlerweile ein guter Freund geworden.
der hat in Chicago am Pitt die amerikanischen Staatsanleihen gehandelt, die Futures, die T-Bonds. So. Und er hat mir ein wahnsinnig tolles System gezeigt, was der dort Tag für Tag gehandelt hat, und er hat wirklich richtig gut Geld aus dem Markt geholt. Da reden wir jetzt nicht von Millionen, sondern der hat das wirklich als Job gesehen. Und ja, was hat der so im Monat verdient? Was weiß ich, 10, 12, 15.000 Dollar. Ich meine, das ist ja nicht schlecht, ne? So. Und dann hat er mir das System erklärt, ich habe das auch begriffen, und dann habe ich das mit nach Deutschland genommen, habe das hier mit einem Kumpel zusammen bei mir im Büro damals gehandelt, und das hat tatsächlich funktioniert. Wir haben im Monat um die 5.000 Euro verdient. Aber das Problem war, wir haben auch jeden Monat ungefähr 3.000 Euro Gebühren bezahlt. Warum? Weil der ist auf allerkleinste Bewegung gegangen, der hat geskypt. War natürlich super für den Broker, der hat sich richtig gefreut. Wir dagegen hatten horrende Gebühren, die wir bezahlt haben. Wir haben trotzdem immer noch jeden Monat was verdient. Jetzt könnten wir ja sagen, naja, okay, ist ja nicht schlimm, wenn ihr trotzdem Geld verdient. Aber wenn wir mal einen Monat nichts verdient hätten, wenn es also, wir wissen ja, nicht jedes System funktioniert immer zu jeder Zeit. Wenn wir mal nichts verdient hätten, hätten wir trotzdem diese hohen Gebühren gehabt. Das heißt, wir wären nie hinterhergekommen. Das heißt, weil ich hier gesagt habe, Vorteil, der Händler in Amerika, der hatte einfach den Vorteil, der war Mitglied dieser Börse. Und der hat vielleicht für jeden Trade, wo wir 1,50 Dollar bezahlt haben, hat der 10 Cent bezahlt. Das heißt, wenn wir im Monat 3.000 Dollar Gebühren hatten, hatte der 300 oder noch weniger. Und das macht natürlich einen riesen Unterschied aus. Und diesen Vorteil konnten wir als private Nicht-Börsenmitglieder, so ein Börsensitz hat damals knapp 1 Million gekostet zu der Zeit, als ich in Chicago war, den hätten wir nie rausholen können. So, und das geht den meisten so, dass die meisten Händler im Daytrading keinen Vorteil haben, weil sie um gewisse statistische Dinge nichts wissen, weil sie keinen Gebührenvorteil haben, weil sie einen Broker haben, der ihnen nicht immer die beste Ausführung garantiert und so weiter und so fort. Das heißt also, normales, diskretionäres Trading ist nicht unbedingt, oder was man immer so denkt, was diskretionäres Daytrading ist, ist jetzt nicht die Lösung. Aber der Ansatz ist grundsätzlich richtig. Das heißt, will ich große Drawdowns vermeiden, will ich hin zum regelmäßigen Einkommen, dann muss ich kurzfristig handeln. Ich kann mit langfristigem Handeln viel Geld an der Börse machen, aber wenn ich das regelmäßige Einkommen haben will, dann muss ich kurzfristiger handeln. Ich muss bloß richtig handeln. So, und jetzt ist es natürlich so, dass wir mit den Optionen für uns einen Weg gefunden haben, der funktioniert und der uns dieses regelmäßige Einkommen ermöglicht. Es gibt aber natürlich andere Systeme, die genauso funktionieren im Daytrading, im Aktienhandel. Ich kann bloß über das reden, was für uns funktioniert. Und wir haben als erstes, als ich damals angefangen habe, mich selbstständig zu machen als Händler, habe ich mir Ziele gesetzt. Und das Ziel war jetzt gar nicht so sehr diese Höhe, wohin soll mein Kapital, sondern ich habe gesagt, okay, was du brauchst, du musst in jedem Quartal Gewinn machen. Das heißt, ich bin jetzt nicht so, ich muss jetzt nicht jeden Freitag nach Hause gehen und sagen, es war eine super Woche, ich habe Geld verdient. Ich muss auch nicht jeden Monat nach Hause gehen und muss sagen, ich habe Geld verdient. Aber mein persönliches Ziel ist es, dass ich alle 3 Monate Gewinn mache. Also ich muss in jedem Quartal Gewinn machen. So, das muss unbedingt das Ziel sein, weil wenn Sie ein halbes Jahr nichts verdienen oder ein Dreivierteljahr, ist das schwierig. Aber wenn Sie sagen, okay, alle Vierteljahre kann ich mir eine Summe X aus meinem Konto herausnehmen oder ich sehe, wie ich in meinem Konto ein neues Hoch habe, das ist, glaube ich, etwas, was motivierend ist. Wenn man jetzt sagt, ich muss jeden Tag ein neues Hoch machen, ich glaube, dann setzt man die Messlatte so hoch, dass man relativ schnell enttäuscht wird. Es muss also etwas sein, was uns auf der einen Seite motiviert, in diesem Trading zu bleiben, und auf der anderen Seite muss es aber auch realistisch erreichbar sein. Ein Drawdown darf auch nie länger als 3 Monate dauern. Ich weiß, dass Drawdowns passieren, das kann ich nicht umgehen, aber die dürfen nie länger als 3 Monate dauern. Warum? Ich muss einfach in der Lage sein, als ich bin kein Daytrader, aber ein kurzfristig orientierter Händler in meinem Trading Depot. Ich habe auch Langfristdepots, aber in meinem Trading Depot bin ich kurzfristig orientiert. Und dann darf das nicht länger als 3 Monate dauern, bis ich ein neues Hoch habe. So, weil sonst macht das Ganze für mich keinen Sinn. Ist natürlich so ein bisschen auch mit den Gewinnen. Ne? Wenn ich jedes Quartal Gewinne machen will, dann muss es auch irgendwo so sein, dass ein Drawdown nie länger als 3 Monate dauern darf. Warum? Ich muss in der Lage sein, sonst mache ich meinen Job falsch. Innerhalb von 3 Monaten zu erkennen, eigentlich innerhalb von
einer Woche, vielleicht von 2 Wochen zu erkennen, wenn der Markt sich so verändert hat, dass meine Strategie aktuell umgestellt werden muss oder anders ist oder ich andere Systeme nehmen muss. So, und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist das Letzte. Es muss ein systematischer Handel sein. Ich habe 1, 2 Kollegen, Trading-Freunde, die ich wirklich bewundere mit dem, was sie da machen. Also die schauen am Tag auf 20 verschiedene Bildschirme, die sehen Nachrichten, die handeln mal eine Aktie, die handeln mal eine Währung. Da passiert irgendwas in der Welt, da wissen die sofort, was die machen. Und ich bewundere die sehr, aber ich glaube, das sind wirklich absolute Ausnahmen. Für mich kam das nicht in Frage, weil ich einfach nicht diese Fähigkeiten habe. Sofort, wenn irgendwie Beispiel, als damals in Fukushima diese große Katastrophe war, dann haben diese Jungs sofort im ersten Moment Solaraktien gekauft. Wo ich noch hingeschaut habe und überlegt habe, was könnte das für Auswirkungen auf den Yen haben, was könnte das für Auswirkungen auf den Nikkei haben, was könnte das für Auswirkungen vielleicht auf so Atomfirmen haben, da haben die schon Solarwerte gekauft. Ne? So schnell bin ich nicht. So, ist für mich auch nicht so systematisch. Und deswegen brauche ich etwas für mich persönlich, was systematisch ist, weil wenn ich einen Handel betreibe, der systematisch ist, dann ist der für mich reproduzierbar. Ich kann ihn wiederholen. Und zum anderen, er nimmt dann auch nicht mehr so viel Zeit in Anspruch. Das Schlimmste, was ich mir als Trader vorstellen kann, ich bin auch lange Zeit diesem Irrglaube, will ich es mal nennen, angehangen, dass man den ganzen Tag vor den Rechnern sitzen muss. Also dass man sagt, so von früh um 7 bis abends um 10 sitzt man vor den Rechnern und beobachtet den Chart. Wer das macht, hat meiner Meinung nach den Beruf des Traders vollkommen verfehlt, es sei denn, man macht das so, wie es einige Institutionelle machen, dass man sagt, okay, ich mache das jetzt 10 Jahre lang, dann bin ich aber auch so reich, dass ich nie wieder in meinem ganzen Leben arbeite. Aber wenn ich sehe, was manche Leute machen, wie lange, wie viel Zeit die vor den Charts verbringen und den ganzen Tag dieses Chart-Kino veranstalten und für das, was da am Ende rauskommt, dann, also ich glaube, die werden mit dem Job mit Mindestlohn oftmals besser bezahlt. So, also das heißt, es muss ein statistischer Vorteil sein, es muss reproduzierbar sein und es muss einen geringen Zeitaufwand haben. Das heißt, es ist nicht 5 Minuten am Tag, aber ich denke so mehr als 2, 3 Stunden, 4 Stunden am Tag darf das nicht einnehmen. Unsere Lösung, eine unserer Lösungen ist, wir verkaufen Aktienoptionen. Das ist jetzt ein bisschen was ins Thema Optionen rein. Wer noch gar keine Erfahrung mit Optionen hat, dem empfehle ich einfach auf unseren YouTube-Kanal schauen, auf unsere Webseite schauen. Da kommen Sie ein bisschen in das Thema rein. Aber wer schon ein bisschen was mit Optionen sich kennt, wir verkaufen Aktienoptionen. Warum? Unter anderem. Aber warum machen wir das? Erstens, wir haben kurze Laufzeiten. Das heißt, unsere Trades laufen in der Regel nie länger als im Schnitt bei Aktien um so 10 Tage. Wir haben einen absolut systematischen Ansatz. Das heißt, alles, was wir tun, ist total schnell reproduzierbar. Wenn ich also bei mir im Büro einen neuen Kollegen habe, einen Handelskollege, dem kann ich unser System an einem Tag erklären, dass es da immer mal Feinheiten gibt. Okay, aber ich kann dem unseren Ansatz an einem Tag erklären und er weiß dann sofort, wenn er auf einen Chart schaut, was er dann machen müsste. Also da gibt es kein, das könnte so sein oder das könnte so sein. Es muss absolut systematisch sein. Wir brauchen einen statistischen Vorteil. Bei uns ist dieser statistische Vorteil, dass wir eine Trefferquote von in dem Bereich Aktienoptionshandel von etwa 75% haben. Wie gesagt, das heißt nicht, dass Systeme, die eine geringere Trefferquote haben, schlechter sind. Für mich ist es bloß mental einfacher, mehr Gewinner als Verlierer zu haben. Beim Verkauf von Optionen müssen Sie eine hohe Trefferquote haben, weil Sie ja nur einen begrenzten Gewinn haben. Sie verkaufen eine Option, bekommen eine Prämie. Mehr als diese Prämie können Sie nicht verdienen und deswegen brauchen Sie eine hohe Trefferquote. So. Klare Regeln, wenn ein Trade nicht so läuft, weil es ist ja nicht so, dass jetzt 25% der Trades ins Minus laufen, dann werden sie zugemacht und 75% der Trades laufen und werden zugemacht, sondern viele Trades laufen nicht so wie gedacht. Und dann haben wir ganz klare Regeln, was wir machen, wann wir etwas machen, wie wir etwas machen. Das ist ganz klar und eindeutig definiert, weil ich muss sehr, sehr systematisch vorgehen und vor allen Dingen mechanisch vorgehen. An Tagen, wo es hektisch wird, und ich habe teilweise manchmal 30, 40 Positionen, kann ich nicht überlegen, ah, was könntest du jetzt mit der machen und was könntest du jetzt mit der machen, sondern dann muss das mechanisch gehen. Ich mache das, ich mache das, ich mache das. Wie ein Pilot in einem Flugzeug in einem Notfall.
der kann ja nicht überlegen, oh, jetzt könntest du mal das machen, ruf mal den Tower an, was haben die für eine Idee, sondern er muss wissen, was mache ich, wenn es schief läuft. So, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den viele Neuhändler nicht beachten. Die haben Positionen, dann läuft es gegen sie und dann wissen sie nicht mehr, was sie machen müssen. Wir wissen, das zeige ich gleich, wir wissen, wann und warum Drawdowns auftreten. Wir haben auch Drawdowns, natürlich, ganz normal. Ich weiß aber, wann die kommen. Die kommen nie aus heiterem Himmel, sondern ich weiß, wann verändert sich oder wenn sich der Markt in einem bestimmten Punkt verändert, habe ich einen Drawdown. Das ist einfach so. Das kann ich nicht umgehen, aber ich kann mich sehr schnell darauf einstellen und dann mein System entsprechend umstellen. Und es muss für kleine Konten umsetzbar sein. Ich habe jetzt mal hier 5.000 Euro genommen oder 5.000 Dollar von mir aus. Ich handle das mit größeren Konten, auch mit kleineren. Und um Ihnen das nur mal zu zeigen, das ist ein Konto, das ist das Konto meiner Frau. Ich habe nämlich am Anfang des Jahres gesagt, pass auf, ich zeige das mal, habe auch mal für Kunden das genommen und habe gesagt, ich zeige euch mal, dass man wirklich sowas systematisch machen kann. Und Sie sehen es jetzt hier unten, das ist also jetzt vom 31. Dezember 2014 bis zum 8. September, also von vor 2 Tagen. Das Konto liegt dieses Jahr 23% im Plus und hat gerade mal eine Größe von 7.800 Dollar. Wir haben es mit 7.800 Euro, wir haben es mit 3.000 Euro gestartet und einfach noch jeden Monat ein bisschen was eingezahlt. So, aber der Wertzuwachs ist rein marktgebunden, also heißt, das sind reine Gewinne. Weil, warum ist mir das so wichtig? Mir nützt doch nichts ein System, wo ich sage, das kann ich erst ab 500.000 umsetzen. Es muss mit kleinen Konten gehen, weil dann geht es auch mit größeren. Okay. Wann habe ich in meinem System Drawdowns, und das sehen Sie hier ganz schön, immer dann, wenn der Markt dreht. Und wir haben ja was, ich habe was ganz Einfaches jetzt mal hier gemacht, nämlich das ist der S&P 500. Und zwar, ich muss mal hier schauen, das sind Monatskerzen, also jede Kerze steht für einen Monat und Sie sehen so eine rote, so einen roten Moving Average darin, das ist die 200er-Tage-Linie. 200er-Tage-Linie tatsächlich auf Tage ausgerechnet, nicht auf Monat. Und Sie sehen, es gibt eine ganze Zeit, wo die Preise immer darüber sind und dann gibt es Zeiten, wo die Preise darunter sind. Und immer wenn dieser Wechsel kommt, quasi der Wechsel von Bullen in Bärenmarkt, egal ob längerfristig oder kurzfristig, immer dann habe ich Drawdowns. Das heißt, ein Bärenmarkt ist nicht schlimm für mich, ganz im Gegenteil. Wie jetzt aktuell, Bärenmarkt, ganz einfach zu handeln. Bullenmarkt, ganz einfach zu handeln. Aber die Transformation vom Bullen in den Bärenmarkt, vom Bärenmarkt in den Bullenmarkt, die wird bei mir zu Drawdowns führen. Das muss einfach so sein. Warum? Weil ich eine kurze Zeit, vielleicht ein paar Tage, 10 Tage, 14 Tage, mit meinen Positionen auf der falschen Seite stehe. So, weil dann habe ich mich umgestellt und kann sagen, okay, jetzt hat der Markt gedreht und jetzt kann ich das Ganze neu machen. Seitwärtsphasen übrigens sind in dem Falle für uns nicht kompliziert, sondern die sind auch gut zu handeln. Es sind wirklich so, wenn diese krassen Phasen wechseln von steil nach oben nach steil nach unten, nur das bringt bei uns Drawdowns. So, einfache Definition. In Bullenmärkten, wir verkaufen Put-Optionen, das heißt, wir verkaufen unterhalb der aktuellen Preise in Erwartung, dass die Aktien sich stabil halten oder steigen. Und in Bärenmärkten, jetzt also aktuell beispielsweise, verkaufen wir Calls oberhalb der aktuellen Preise, einfach in Erwartung, dass die Aktien fallen oder stabil bleiben. Das heißt, wir gehen mit dem großen Flow des Marktes. Wir stellen uns nicht gegen den Markt. Ich bin nicht derjenige, der als Held bekannt werden möchte, weil er das Markttief gefunden hat. Oder der genau am Markthoch gesagt hat, jetzt dreht der Markt. Das ist mir vollkommen egal. Solange die Märkte steigen, bleibe ich bullig. Solange die Märkte fallen, bleibe ich bärisch. Und natürlich muss ich dann, komme ich nie am Top raus, ich komme nie am Boden rein. Und diese Transformation oben und unten verliere ich Geld. Das ist halt so, in allen anderen Phasen gewinne ich Geld. So. Was ist unser Vorteil? Ungefähr 70% aller Optionen verfallen wertlos. Das ist ein statistischer Vorteil, den wir nutzen können. Was wir auch machen, weil das bringt uns natürlich Geld. Das ist also so ein statistisches Ding, was wir machen. Wir verkaufen ausschließlich Optionen, die zu teuer sind. Wer sich mit Optionen ein bisschen auskennt, Stichwort implizite Volatilität. Das heißt, ich verkaufe keine Option, die billig ist. Ich verkaufe nur Optionen, die zu teuer sind. Das kann man mit Scan-Methoden relativ leicht herausfinden. Und warum mache ich das? Weil das zu meinem Vorteil ist. Ich sage nicht, das ist jetzt eine tolle Aktie, da will ich eine Option verkaufen. Ich verliebe mich nicht in irgendwelche Positionen. Ich mache nur Trades, die sinnvoll sind für mich. So, wir verkaufen nur Optionen, bei denen ich eine 85%ige Chance auf einen Gewinn habe.
Das heißt nicht, dass ich 85% Trefferquote habe, aber wo ich von vornherein sage, wenn ich diese Option verkaufe, habe ich eine 85%ige Chance zu gewinnen. Stichwort Delta, wer sich damit auskennt. Und wir haben eben ein System, das bei jeder Fehlentwicklung eines Trades sofort eingreift. Und zwar ganz systematisch, ganz mechanisch. Und hier unten diesen Satz, den habe ich mir, ich habe mir den geliehen von einem amerikanischen Ausbilder von Tasty Trade. Und zwar, bei denen gilt das Motto Trade small, trade often. Handle klein und handel oft. Das heißt also, ich fahre nicht riesengroße Positionen, sondern möglichst kleine Positionen. Das heißt, mal eine Relation herzustellen, in einem 50.000er Konto versuche ich mit einem Trade vielleicht $200 zu verdienen, $100 zu verdienen pro Trade. Das klingt jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber ich mache eben relativ viele Trades, wo ich das versuche. So, und dann schauen wir uns einfach mal ein bisschen was an. Hier zum Beispiel eine Apple-Aktie, momentan ja auch nach unten gegangen oder geht nach unten immer noch. Und wenn wir uns die anschauen, dann sehen wir eben, was sagen wir hier? Das ist ein aktueller Trade, den wir gerade offen haben. Wir wetten einfach nur darauf, dass er eben bis, das sind ungefähr so 6 Wochen, nicht mehr den Preis von 125 erreicht. Wir sind zurzeit bei 112, waren ja jetzt schon bei 90. Und in diesem Trade habe ich so das Ziel, $45 pro Option zu verdienen. Anderer, das ist die Aktie von Wynn, einem Casino-Betreiber aus Las Vegas oder in Macau. Da haben wir hier Optionen verkauft, Call-Optionen. Sie sehen nur Calls. Warum? Wir sind im Bärenmarkt. Ne? Die Aktien zeigen alle nach unten. Wir wollen momentan nicht die Helden sein, die unten die Hand aufhalten. Wir wollen oben stehen mit unseren Verkäufen. Und als ich diese Präsentation gemacht habe, habe ich einfach wahllos genommen ein paar offene Trades, die wir gerade haben, gesagt, okay, die nimmst du jetzt mal rein und zeigst du jetzt mal. Und als ich vorhin, bevor dieser Vortrag hier losging, nochmal in meiner Handelsplattform drin war, ist das hier passiert. Sie sehen es vielleicht am Datum, also heute hier 15 Uhr 35, also Sie sehen es auch oben angekreuzt, wer das kennt aus der TWS, Trader Workstation, diese Positionen sind heute gerade zurückgekauft worden. Also 55 Minuten bevor dieser Vortrag hier losging, sind die automatisch zurückgekauft worden durch eine in den Markt gelegene Order. Dieser Trade konnte mit Gewinn abgeschlossen werden. Das war jetzt nicht geplant, das war Zufall. Ich habe es deswegen noch schnell in die Präsentation genommen. Warum? Nicht um Ihnen zu zeigen, was ich für ein toller Händler bin, sondern damit Sie sehen, wie systematisch das Ganze passiert. Ne? Und das sind jetzt hier ein paar $100, die da jetzt realisiert wurden. Ich habe auch schon wieder einen neuen Trade in einer anderen Aktie aufgesetzt, in einer anderen Aktienoption. Das ist einfach ein mechanischer Vorgang. So. Und mal als letztes, hier zum Beispiel, das sind Optionen, die wir momentan auf den S&P 500 verkauft haben. Das heißt, wir wetten einfach, um mal dieses böse Wort wetten zu nehmen, wir wetten darauf, dass der Preis nicht mehr über die Allzeithochs geht, und zwar bis Dezember. Nicht in alle Ewigkeit, aber bis Dezember, glauben wir, geht er nicht mehr über die alten Allzeithochs. So, kurz noch zum Schluss. Optionshandel ist kein heiliger Gral. Es ist eine Trading-Methode von vielen. Sie kennen den Spruch, viele Wege führen nach Rom. Und an der Börse gibt es viele Wege, die glücklich machen und noch mehr, die unglücklich machen. Es ist aber auch keine Raketenwissenschaft. Wir sind hier in der Uni in Frankfurt. Sie müssen nicht studiert haben, um Optionshandel zu begreifen. Optionshandel ist etwas sehr, sehr Systematisches, wenn man mal die Grundlagen hat. Man kann das lernen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, weil wenn man es mal gelernt hat, dann ist es systematisch, es ist reproduzierbar, und unser Fokus ist eben dieses regelmäßige Einkommen. Ne? Ich möchte eben regelmäßig Geld verdienen mit diesen Positionen. Und ich sage diesen Spruch manchmal auf unserem YouTube-Kanal, deswegen kennt ihn vielleicht der ein oder andere, wir traden nicht für den Jackpot. Mir geht es nicht darum, ein Konto in diesem Jahr von 100.000 auf 200.000 zu traden, sondern mir geht es darum, quartalsweise Geld aus diesem Konto rauszuziehen. Das ist das, was für mich interessant ist. Damit ein Konto groß wird, dafür habe ich ein Langfristkonto. Aber ein Trading-Konto muss regelmäßige Erträge bringen. Zum Schluss für Sie noch ein Angebot. Wenn Sie wissen wollen, wie Optionshandel in der Praxis funktioniert, wenn Sie einfach nur mal reinschauen wollen, wir haben einen Optionsbrief, das ist für unsere Kunden ein Ideenratgeber, wo wir jede Woche 3 solche Ideen vorstellen, kommt immer mittwochs. Seit 2011 gibt es diesen Optionsbrief. Wir haben jedes Jahr
Gewinne gemacht mit diesem Brief, und zwar real. Das sind keine Empfehlungen, wo wir sagen, ja, da schreiben wir mal irgendwas hin, sondern wir handeln alle Trades live. Wir zeigen auch immer unser Konto. Jeden Donnerstag gibt es ein Webinar für alle Abonnenten, und da zeigen wir jeden einzelnen Trade. Also das, was es gibt in Amerika, diesen Spruch, put your money where your mouth is, also rede nur darüber, wo du auch dein Geld hin tust, oder tu dein Geld dahin, worüber du redest. Das machen wir. Und wenn Sie sich für diesen Optionsbrief mal interessieren, einfach mal 4 Wochen lang sich das Ganze anschauen wollen, dann mache ich Ihnen das Angebot, schicken Sie uns eine Mail an info@optionsstrategien.com, dann schicken wir Ihnen die nächsten 4 Ausgaben zu, kommt immer mittwochs, wir laden Sie donnerstags ein zu unserem Helpdesk, ist keine Abo-Verpflichtung, keine Bankdaten brauchen wir von Ihnen. Nach 4 Wochen hört das Ganze auf. Wenn Sie also dann sagen, okay, es ist gut, wenn nicht, ist genauso gut. Schauen Sie es einfach mal an, damit Sie sehen, dass man wirklich Börsenhandel systematisch machen kann. Und dieser Brief, das will ich noch sagen, weil mir ist das wichtig, da geht es nicht darum, dass Sie diese Dinge nachhandeln, sondern es geht darum, dass man lernt, wie es funktioniert. Weil wenn man an der Börse was erreichen will, dann muss man lernen, wie es funktioniert und nicht irgendwelchen Leuten, Gurus hinterherlaufen, die sagen, jetzt machen wir mal das und jetzt machen wir mal das. So. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit an diesem Spätnachmittag hier Donnerstag. Draußen ist wunderschönes Wetter. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß bei den IB Days in den nächsten, ja, es sind ja noch 3 Tage, Freitag, Samstag, Sonntag, viele interessante Kollegen noch da. Ich werde morgen auch nochmal da sein mit 2 Vorträgen. Einmal geht es nochmal um Cashflow mit Immobilien, Entschuldigung, mit Optionsgeschichten. Wie kann man wirklich regelmäßigen Cashflow erzielen? Und zum anderen habe ich morgen noch einen Vortrag. Da geht es darum, wie Sie garantiert jeden Crash vermeiden. Also wie Sie es schaffen, diese riesigen Drawdowns niemals mitzumachen, weil da gibt es relativ simple Ansätze, man muss sie eben bloß kennen. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Zeit, viel Spaß noch hier bei den Vorträgen von den Kollegen und von mir, und vielleicht sehen wir uns mal auf einer Messe, auf unserem YouTube-Kanal oder wo auch immer. Viel Erfolg an der Börse. Tschüss.